Eine Aufgabe zur Debye-Höckel-Theorie. In Elektrolyten ist im Allgemeinen die Wechselwirkung zwischen den Ionen nicht zu vernachlässigen. Und das bedeutet, dass die einfache Konzentration nicht mit der effektiven Konzentration oder Aktivität übereinstimmt. Der Quotient aus Aktivität und einfacher Konzentration ist der Aktivitätskoeffizient und den können wir nach Debye-Höckel aus der Ionenstärke ausrechnen. An der Ionenstärke sind alle Ionen, die im Elektrolyt vorhanden sind, beteiligt. Wir haben 1 Gramm Kochsalz, also 17,11 Millimol im Elektrolyt, bedeutet, wir haben 17,11 Millimol Natriumkationen und 17,11 Millimol Chloridanionen vom Kochsalz im Elektrolyten. Hierzu kommen noch 1 Gramm Natriumsulfat. Das bedeutet, wir haben 14,02 Millimol Natrium zusätzlich und 7,04 Millimol Sulfatanion zusätzlich. Insgesamt haben wir also 31,13 Millimol pro Liter Natriumionen, 17,11 Millimol pro Liter Chloridionen und 7,04 Millimol pro Liter Sulfationen. Die entsprechenden Ladungszahlen bzw. das Produkt Z Quadrat mal C ist hier ebenfalls aufgeführt. Wir können auch die Protonen- und Hydroxidionen mit berücksichtigen, obwohl deren Ionenkonzentration mit 10 um 7 Mol pro Liter bei pH 7 sehr gering ist. Die gesamte Ionenstärke errechnet sich jetzt als 1/2 Summe Z Quadrat C zu 1/2 mal 76,4 gleich 38,2 Millimol pro Liter. Wir setzen das einfache Debye-Höckel'sche Grenzgesetz für Kochsalz an. Ladungszahl ist 1 und minus 1. Nehmen den Wurzel aus der Ionenstärke in Mol pro Liter und erhalten als Log F plus minus minus 0,0995 ergibt einen Aktivitätskoeffizienten von 0,795. Die effektive Konzentration ist also ca. 80% der einfachen Konzentration. Während die einfache Konzentration 17,11 Millimol pro Liter beträgt, beträgt die Aktivität der Kochsalzlösung 13,61 Millimol pro Liter.